trying to fall asleep. These days I'm really tired, but suddenly I leap out of the bed as if I'm wide. Cause I can't stand the struggle with the dark. Yeah, the voice that I can't comprehend. Trying to get some rest, but my head is racing fast. Tightness in my chest makes me feel harassed. Suffocated by anxiety. Alone, lost in this uncertainty. For a fall.
Stop it. Get some help. Hallo und schönen guten Abend, liebe Newcomer TV Pucker und Puckerinnen. Ja, wir sind's. Pretty Weird. Und wir sind zum ersten Mal irgendwo, wo nicht ein Proberaum ist. Und das ist ein bisschen weird. Und weil es das erste Mal ist, sollte man vielleicht euch sagen, wer das hier alles sein könnte. Es handelt sich um die besten Mitmenschen und Musiker, die man sich nur wünschen kann. Zum Beispiel hier, direkt neben mir, seht ihr den Meister der Basszerre, den König der vier Saiten, Mr. West End Slim. Vielen Dank, vielen Dank. Daneben ein Mann wie eine Achterbahnfahrt, Luigi Angelo. Am Schlagzeug, ja, zu ihm wurde schon alles gesagt, Frieda Malcolm. Mein Name ist LMX Vancouver und ich freue mich sehr, dass ihr 1, 2, 3 alle zuschaut. Hallo.
Und ich habe ein Problem, weil leider hört es bei mir auf mit 3. Ich kann nicht weiter zählen. Frieda, kannst du? 1, 2, 3, 4, 5, 6! Was a home. Now it's hard to see what it used to be. Maybe I should have known. This might hurt a bit before I'm through with it. Now I'm sitting upon a throne made of debris. Looking down on what's done, on every broken memory. Cause I have come to tear it all down. Just a puppet on a string, bound by my vice, I just stumble through life as I'm going.
break the cycle. Time to rock and shine. Just stop your dancing, you can leave the house behind. Call your friends, I'm making plans. This will be a blast. Party night tonight will be a laugh. The wait is over, man. Now let's break through. Ready for today, for right now, open the gate. We will make some new rules. Dankeschön. Danke. Sehr nett von euch. Vielen Dank. Danke für den guten Sound auf meinem Ohr. Ja, vielen Dank. Ja, generell an euch alle hier. Es ist ganz heimelig bei euch. Danke für den Ton. Können wir hier pennen? Danke fürs Interview. Danke für die Möglichkeit. Danke für jeden guten Morgen. Das nette Willkommen. Und ja. So, also ich habe jetzt nicht so viel zu sagen, außer dass der folgende Song von besagtem Bassmonster West End, ich trage ein Sakko, Slim, begonnen wird.
This is weird, isn't it? This is definitely weird. Let's go! Trying to keep together every fracture of my past mistakes, every stubborn dancer.
Das ist einfach wie die schöne Band vorher und sagen, wir hätten noch einen Song. Zugabe. Der geht circa 16 Minuten. Davon 12 Minuten Conga-Solo von Frieder Malcolm mit seiner rechten Popacke. Geht das noch? Ein Song? 3 Minuten? Cool, danke, schön. Oder was man so sagt. Ja. Letzter Song, wir sagen danke nochmal, danke Seppel, danke liebe Leute, danke Licht, danke Ton, danke alle. Das war ganz, ganz toll. Wir hätten uns eine schönere Entjungferung nicht vorstellen können. Ihr wart zärtlich, ihr wart liebevoll, wir kommen gerne wieder. Und auch danke. Zu euch zu Hause kommen wir gerne. Oder ihr kommt zu uns eines schönen Tages. Wir haben uns alle wiedersehen können. Achtung, es folgt eine etwas schleimige Ansage. Wissen Sie, das folgende Lied ist ein Liebeslied. Und in diesen Zeiten, Freunde, ist es doch ganz wichtig, dass wir uns lieben. Auch wenn wir manchmal denken, hey du da drüben, was laberst du für ein Bullshit? Ist nicht wichtig. Seid lieb zueinander. Das ist gut. Ich versuch's auch. Und wenn ich mal zu euch nicht so lieb sein kann, dann liegt das daran, dass meine Liebe zu 120% bei einer Frau ist, die wahrscheinlich jetzt auf der Couch eingeschlafen ist. Und für die ist dieses Lied... Übrigens, Kinder, Lieder widmen, mega uncool. Herr Kapellmeister, klopfen Sie mal. Close my eyes and feel how all who start.
California. Oh, 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 oh. Hallöchen, ihr Lieben da draußen an den Bildschirmen. Schön, dass ihr weiterhin da seid, hier bei der 8. Newcomer TV-Nacht aus der Portstraße Jugend und Kultur. Und ich habe hier bei mir die zwei wunderbaren, einmal Frieda Malcolm und einmal Elmex Vancouver von Pretty Weird. Und die Tragik eurer Band ist ja, dass ihr kurz vor Corona wart ihr im Prinzip schon fast auf Europa-Tournee. Und dann kam dieser fucking Virus. Und und alles war sozusagen eingefroren. Wie war das für euch? Also was habt ihr gemacht? Wie habt ihr die Zeit bis jetzt überstanden? Also es war komisch für uns. Wir haben kurz vor der Pandemie halt angefangen zu proben. Ja. Richtig Feuer gefangen und dann kam die Pandemie und dann war das so ein bisschen so, okay, wir können es nicht sehen. Obwohl wir eigentlich so Lust drauf hatten, loszulegen. Und dann waren erstmal ein paar Monate nichts. Ja, das war komisch. Wo arbeitet ihr? Wo ist euer Proberaum? Wir proben im Offenbach. Also in der Kommune 2010 oder? Genau, da proben wir aber erst Perfekt. Seit einem Jahr jetzt. Ja, genau. Du musst ihm das Mikrofon geben, wenn er mit dir sprechen will. Vielen Dank. Ja, auch diese Geschichte ist eine Geschichte voller Wendungen. Ja. Tatsächlich haben wir angefangen, in Mörfelden zu proben. Und als das nicht mehr ging, haben wir lange Zeit nicht geprobt. Es war eine Zeit der Entbehrung, eine Zeit des Trauerns. Und dann haben wir uns in Langen erstmal in einem renovierungsbedürftigen Haus getroffen, in einem ehemaligen Schlafzimmer und haben dann da mit E-Drum und so geprobt. Und jetzt dann auch in der Kommune. Ja. Also wir haben alle Mittel gewählt, die es gab, von sich Dinge zuschicken über eben ganz leise und ganz laut haben wir alles durch. Frieda, du bist ja im Prinzip so ein bunter Hund. Ja, also du bist ja in zahllosen Bands in all den Jahren immer wieder aufgetaucht, in verschiedenen, Körpern quasi. Ja. Wie habt ihr euch kennengelernt? Ich meine, wie findest du immer wieder, du gründest ja Bands wie andere Kaffee kochen. Ich kann auch nicht aufhören, Musik zu machen. Das ist so eine Sucht. Ja. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie hast du die Jungs? Ich meine, die passen auch alle zu dir. Es ist alles so, als ob ihr eigentlich eine riesen Rock'n'Roll-WG seid. Ich habe jahrelang mit einer Band, mit seiner Ex-Band Tuna gespielt und fand die eigentlich voll geil. Und also eigentlich, ich fand die geil. So. Und dann habe ich immer mit dem Abex immer Kontakt aufgenommen. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt ja noch Bands und so und dann ging das nicht. Und dann habe ich immer mit dem Abex in Kontakt gehalten und jetzt war die Möglichkeit da, jetzt habe ich mir ihn geschnappt. Und endlich darf ich mit ihm Musik machen. Von der Musik her, ich meine, du bist ja eigentlich, vielleicht darf ich das gar nicht sagen, aber ich sag's einfach, du bist ja der passionierte Beatsteaks-Fan überhaupt. Ja, oder? Auf jeden. Also ich meine, du gehst, ich glaube, auf dein Kopfkissen ist irgendein Bild von Beatsteaks. Ich würde ein Kopfkissen kaufen, wenn sie eins hätten. Ja. Wie ist die Musik, die du jetzt mit dieser Band machst, mit Pretty Weird, ist sie ein bisschen auch dieses Punkige dieser Band, dieser Roots, die du so liebst, oder was ist das für eine Musik, die ihr zusammen macht? Ja, auf jeden Fall. Punkrock. Also Punkrock ist, glaube ich, das, was uns auch so ein bisschen verbindet. Jeder so auf seine Art und Weise. Einer den einen Punk, der andere den anderen Punk. Deswegen sind die Songs auch so verschieden geworden und durcheinander Musik. Es gibt kein Wort dafür. Also das heißt, ihr habt jetzt das Jahr über in der Pandemie produziert, auf unterschiedlichsten Wegen und habt jetzt ein Material von eigentlich schon fast, habe ich gehört, irgendwie auf dem Wochenmarkt in Bornheim flüsterte man es, eine Doppel-CD ist schon fast drin.
Das ist richtig, ja. Die Doppel-LP ist eigentlich fast fertig. Wir haben es jetzt runtergestutzt, weil unser Publikum, das ist ja ungefähr Altersgruppe 12 bis 24, super, hat einfach nicht mehr die Spanne, sich so viele Songs anzuhören. Ja, ich weiß. Das ist traurig, aber ich will jetzt gar nicht der alte Mann sein, der jammert. Ne? Wir leben im Klingelton-Zeitalter. So ist es. Gell? Kurze Songs. Richtig, deswegen haben wir versucht, ein bisschen zu kürzen und sind jetzt erstmal bei einem Album, das wir jetzt demnächst trotzdem in Vinyl gießen und pressen lassen, was vollkommen bescheuert ist, aber so sind wir eben auch. Was ich ja ganz toll finde und das hat mich total berührt, ist ja, dass ihr eigentlich mehr oder weniger quasi euren ersten Auftritt heute Abend habt, zusammen in der Öffentlichkeit, oder stimmt das nicht? Nicht mehr oder weniger, sondern ja, das ist die Premiere! Die Katze aus dem Sack, heute Abend hier bei euch, es könnte nicht schöner sein. Und habt ihr jetzt aus eurem wahnsinnigen Fundus einer Doppel-CD, eines Doppelalbums euch einigen können, welche Stücke ihr heute Abend spielt? Gab das Streit in der Band oder wart ihr euch eigentlich einig, alles, was ihr spielen wollt? Ja, wir haben uns schon gestritten. Nein. Ja, wir haben, jeder hat ein eigenes Geflügeltier, die wir dann zum Hahnenkampf antreten lassen und das Tier, das gewinnt, dessen Besitzer darf entscheiden, wie die Setlist aussieht. Mein Hahn hat gewonnen. Zukunft, weil ich meine, im Augenblick ist wieder die vierte Welle im Anmarsch und selbst 2G-Konzert, also Konzerte plus Testen werden abgesagt. Wie seht ihr das? Also wie seht ihr überhaupt die Chance, in den nächsten 1 bis 2 Jahren Konzerte machen zu können, wenn das bei diesem misslichen Management so weitergeht? Also wir schließen uns jetzt erst im Winter nochmal im Proberaum ein, denken uns neue Sachen aus und im Sommer ist dann unsere Zeit hoffentlich nächstes Jahr. Den Sommer mögen wir eh viel lieber, oder? Sommer, Sonne, Punkrock und dann hoffentlich geht's ja los. Es gibt ja Leute, die sagen, also es gibt ja Bands, die sagen, okay, wir können jetzt nicht direkt mit unserem Publikum in Kontakt treten, die streamen dann aus dem Proberaum. Ich meine, ihr habt zum Beispiel dieses wunderbare die Kommune 2010, wo ja auch dauernd Livestreams aus dem Studio da rausgesendet werden. Oder die Bands produzieren Videos. Seid ihr auch Videofans? Also kann man euch nackt oder auch mit Klamotten demnächst in irgendwelchen Songvideos sehen? Grundsätzlich ja. Es gibt viele Ideen und viele Konzepte und wenig Zeit dazu. Aber eines Tages, wenn wir mal alle genug Freizeit haben im nächsten Lockdown oder wann auch immer und uns dann einzeln treffen können, nicht mit Abstand, wie auch immer, dann werden da also mehrere Filme, nicht Videos, auf euch zurollen. Vinyl. Auch Vinyl, richtig. Das ist ganz wichtig. Guckt mal auf den Plattenteller. Man träumt ja, also ihr seht ja alle noch sehr jung aus, knapp über 15, würde ich mal sagen. Und da hat man ja den Traum, den großen Rock'n'Roll-Traum, mit dem Tourbus auf Welttournee unterwegs zu sein. Ist das auch euer Traum, mit der Band wirklich rauszuhauen, sobald es geht? Oder sagt ihr, naja? Definitiv. Also unsere Musik, bilde ich mir ein, ist eine Musik, die im Club am besten funktioniert. Und wir sind geduldig und wir sind auch mal frustriert und wir sind mal traurig, dass es eben immer wieder nicht geht. Und das ist, wie es jedem geht. Man schwankt zwischen Frustration und Verständnis für alles, was so passiert. Aber ja, wir bringen die Zeit rum und schleifen weiter an dem Projekt und an der Sache und basteln weitere Top-Hits. Und dann irgendwann geht's los. Frieda, ich denke ja, du bist ja nicht nur der, sage ich jetzt mal, der auf den rhythmischen Kutschbock sitzt und die Trommeln rührt und die Band unter Dampf bringt. Ich denke, du hängst auch den ganzen Tag am Telefon und machst das Booking, oder? Also und versuchst, Konzerte zu organisieren und solche Sachen. Ja, ich mache gerade eine kreative Pause. Nee, also es geht halt im Moment sehr schwierig mit Booking. Ja. Also ich habe es auch versucht jetzt, auch in der Pandemie, aber es ist, wie es ist. Ne? Wir warten auf den nächsten Sommer und schauen, was nächsten Sommer passiert. In diesem Fall, also bin ich komplett bei euch und jetzt vor allen Dingen da draußen, ich höre schon, wie die Chipstüten rumgereicht werden. Und was ist euer Lieblingsgetränk? Ich mag Cola Light. Und was trinkt ihr so, wenn ihr zum Beispiel irgendwelche Konzertvideos schaut, weil man ja live gerade gar nicht gucken kann? Also ich meine, nicht unterwegs sein kann. Seid ihr so Weingenießer oder sowas? Trinkt oder Gänsebraten? Ich trinke Vollmilch. Vollmilch, auch nicht schlecht. Alles klar.